Alter Leute, wir müssen über die E3 quatschen, die gestern war. Wie krass war denn das bitte? Also mit E3 meine ich jetzt gerade mal den Nintendo-Part von gestern. Es ist ja eine Tradition, dass wir immer ein bisschen drüber quatschen, noch über die Directs und so. Und das ist dieses Mal sehr stark vonnöten. Holy moly. Wie jedes Jahr, ich bin ohne Erwartungen reingegangen. Eigentlich, ich habe mir so gedacht, ja, Link's Awakening kommt bestimmt so im Dezember. Wir sehen bestimmt noch was zu Mario Maker 2. Und das war es eigentlich. Ich habe sonst eigentlich nichts großartig irgendwas erwartet. Auch nicht zu Pokémon oder so. Das war ja letzte Woche erst eine Direct. Ich bin relativ gediegen reingerutscht. So ein Tipp, den kann ich euch ganz gut geben. Immer so niedrige Erwartungen haben. Und naja, wie soll ich es jetzt am besten formulieren? Ich glaube, am treffendsten ist es, wenn ich sage, dass diese Erwartungen komplett in die Luft gesprengt wurden. Holy moly. Ich werde nicht über alles quatschen. Also es soll jetzt hier kein News-Roundup sein, sondern einfach über die Dinge, die mir so im Kopf geblieben sind. Es gibt zum Beispiel, zu denen kann ich halt nicht viel sagen, wie Daemon X Machina oder Fire Emblem, weil ich da einfach, ich habe da kein Wissen, keine Kompetenz zu. Da gibt es andere, die das besser können. Ich hoffe, ich kann wenigstens noch Mario Kart spielen. Ist jetzt eine Weile her. Worüber ich vor allem quatschen möchte, sind zwei Dinge. Erstens Smash. Zweitens bin ich dumm. Und drittens Zelda. Also ich fand es erstmal prinzipiell ziemlich cool, dass sie mit Smash begonnen haben und mit Smash auch geendet haben. Es gab am Anfang einen DLC-Fighter, es gab am Ende einen DLC-Fighter, beziehungsweise am Anfang ja sogar dann noch mehrere Skins von den Dragon Quest-Leuten. Ich weiß, es gab im Voraus angeblich irgendwelche Leaks, wo alle DLC-Fighter wohl geleakt wurden. Soweit ich es verstanden habe, bei den Reactions, die ich bisher gesehen habe, sind diese Leaks wohl nicht richtig. Das hat man wohl schon dann herausgefunden, als am Anfang der Dragon Quest-Dude angekündigt wurde. Ich kenne seinen Namen gar nicht, muss ich gestehen. Mit Dragon Quest habe ich leider bisher noch nie was am Hut gehabt. Der Marvin hat mir das vor Ewigkeiten mal empfohlen, ich soll es unbedingt mal spielen, aber ja, habe ich bisher noch nicht gemacht. Aber cool, dass der jetzt in Smash dabei ist. Dragon Quest ist ja eine langjährige Serie. Ich glaube, die hat auch auf dem NES damals ihren Beginn gehabt, ne? Also es macht schon Sinn, dass der jetzt dabei ist. Und das neue Dragon Quest 11, glaube ich, ist es. Kommt ja auch auf die Switch irgendwie im September. Das ist eigentlich eine ziemlich coole Sache. Und speaking of September, das Link's Awakening da schon kommt, gerade in 3 Monaten, am 20. September? Hättet ihr das gedacht? Also ganz im Ernst, ich war super überrascht davon. Das Spiel sieht unfassbar niedlich und cool aus. Sie haben im Nachhinein ja auch noch ein bisschen Gameplay gespielt, dann da im Treehouse. Und das sieht einfach fantastisch aus. Ich finde es auch richtig cool. Man kann ja jetzt seine eigenen Dungeons bauen. Also so eine Art Mini-Zelda-Maker, könnte man sagen. Man spielt wohl die Dungeons des Spiels und wenn man die abschließt, dann schaltet man sozusagen, man könnte sagen, Puzzleteile oder so Bauteile frei. So Räume, die auch verschiedene Funktionen haben. Manche haben zum Beispiel dann Treppen, manche haben irgendwie einen Bosskampf und so. Und die kann man dann so zusammenbauen und wenn man die dann schafft, dann kriegt man dafür Belohnung. Zum Beispiel Rubine oder so oder eine Flasche. Was ich enorm cool finde. Was ist das für eine nice Idee? Außerdem hat man auch dann bei dem Gameplay schon was von der Musik gehört und holy. Ich habe mir so gedacht, das Game wird richtig geile Remixes haben von Link's Awakening Soundtracks. Und ja, das scheint sich bisher auch deutlich zu bestätigen. Man hat ja auch so ein bisschen was von der Ballade des Windfischs gehört. Eines meiner liebsten Zelda-Tracks überhaupt. Die Ballade des Windfischs, fantastisch. Es gibt da auf YouTube so eine richtig coole Orchestral-Remix-Version. Die ist, glaube ich, nicht offiziell von Nintendo. Einfach richtig cool. Ich freue mich riesig drauf. Wieder ein klassisches Zelda. Ich liebe ja Breath of the Wild, aber ich habe auch gesagt, ich hätte super gerne wieder so ein klassisches Zelda, auch gerne im 2D-Stil. Und das ist genau das. Das ist zu 100% genau das. Und ich liebe den Artstyle und das wird einfach fantastisch. Und wie gesagt, schon im September, ich bin so glücklich. Weil im September habe ich auch noch Semesterferien, da kann ich richtig gut dann reinzocken. Richtig nice. So. Bevor wir zu den ganz großen Zelda-News kommen, möchte ich auch noch ein paar Wörtchen verlieren zu Banjo-Kazooie. Es ist so, die Charaktere wurden ja, also ich würde sogar schon sagen, sich halt Jahrzehnten gewünscht. Also das sind wirklich Dinge, wann kam Banjo-Kazooie auf dem N64 raus? Beziehungsweise Banjo-Tooie, ich glaube, das war 1999 oder so. Und dann gab es, glaube ich, nochmal auf dem GBA, glaube ich, irgendwas, oder? Gab es da nicht auch was?
Bin mir gar nicht mehr sicher. Ich glaube, da gab es noch irgendwas. Grunty's Rache oder so. Aber auf jeden Fall, für die, die es nicht wissen, ganz kurz nur angeschnitten. Der Entwickler von Banjo-Kazooie, Rare, wurde damals von Microsoft gekauft. Und von da an hatte Nintendo sozusagen die Lizenzen auch nicht mehr. Unter anderem auch an King K. Rool, der ist dann auch ein Rare-Charakter gewesen sozusagen. Und über Jahrzehnte, kann man schon sagen, gab es immer wieder Hoffnung, dass Banjo und Kazooie in Smash kommen. Es wurde sich sehr, sehr viel gewünscht. Und vor allem jetzt auch bei Ultimate, wo man das Gefühl hatte, dass sie irgendwie versuchen, alle Fanwünsche zu erfüllen. Weil guck mal, es gibt jetzt Ridley, es gibt King K. Rool und jetzt kommt auch noch Banjo Kazooie. Ich glaube, das sind so die drei meist gewünschtesten Charaktere der Smash-Geschichte. Also jetzt mal, ne? No joke. Ultimate ist wirklich ein passender Titel, muss ich ehrlich sagen. Und ich persönlich habe mit Banjo-Kazooie nicht so viel am Mut. Ich habe es nie gespielt. Aber ich wusste genau, ich habe das auch mal gesagt, als ich so meine Wünsche geäußert habe für DLC-Kämpfe, habe ich auch gesagt, Banjo-Kazooie, einfach weil es viele Leute freuen würde. Und die Reaction-Videos sind einfach sehr, sehr cool, die aktuell schon jetzt online kursieren. Also ich freue mich sehr für alle, die sich da seit Jahrzehnten drauf gefreut haben und die es jetzt endlich bekommen, Banjo-Kazooie in Smash, diesen Herbst. Ich bin sehr gespannt. Vielleicht gibt es ja sogar noch einen Banjo-Kazooie auf der Switch. Amazon Deutschland hat eine komische Listung durchgeführt. Da gibt es, ich weiß nicht, ob es das noch gibt oder ob es das nur zwischendurch gab. Gib mir eine Hupe. Scheiße, das ist keine Hupe. Und da stand da plötzlich bei Amazon gelistet Banjo-Kazooie, in Klammern Arbeitstitel, für Nintendo Switch. Und entweder Amazon oder irgendein Praktikant hat nicht ganz verstanden, was ein DLC für Smash ist. Nichts gegen Amazon. Oder uns steht irgendwie noch ein Announcement bevor. Was ich jetzt nicht glaube. Es kann sein, dass sie was im Treehouse ankündigen, aber das wäre doch eher dann was für die nächste Direct, wenn überhaupt. Also ich glaube, es ist eher ein Fehler auf Amazons Seite. Lecker. Als tatsächlich ein neues Banjo-Kazooie-Game für Switch, was da angekündigt wurde. Oder angekündigt werden wird. Komische Formulierung. Also, hypt euch da am besten nicht zu viel, würde ich sagen. Alter, die Bombe. Aber ich freue mich sehr, dass der Charakter kommt. Mein persönliches Highlight. Spielt sich, und ihr könnt es euch denken, ganz am Ende der Direct ab. Also, Nintendo ist für Überraschungen gut. Das ist, ich würde behaupten, bekannt. Das allgemein kennt man so, ne? Die machen gerne mal so Kram. Aber wer, ich bin so scheiße in dem Spiel, wer hätte jemals gedacht, dass auf dieser E3 ein Nachfolger zu Breath of the Wild angekündigt wird? Also jetzt mal no joke. Ich muss euch kurz erklären, was meine Umstände bei der E3 waren. Die ging um 18 Uhr los, die Direct-Präsentation. Ich sage immer E3, aber es ist ja ein Teil der E3. Und da war ich noch in der Uni. Ich hatte bis 18 Uhr noch einen Kurs, wollte mir dann eigentlich ein Seminarraum suchen und mich da reinsetzen, habe davon sogar auf Twitter ein Bild gepostet. Aber am Ende saß ich dann doch in der Haupthalle, weil der Raum irgendwie doch nicht frei war. Im Internet stand, der wäre frei, aber es kamen dann doch irgendwie Leute und ich dachte mir so, oh lol, Entschuldigung, und bin wieder rausgegangen und saß dann in der Haupthalle rum, hab nebenher mit einem Kumpel noch gequatscht über WhatsApp-Anruf. Währenddessen wir die E3 geguckt haben, die Direct, meine ich. Ganz im Ernst, ich glaube, ich musste noch nie so mich selbst beherrschen, im Sinne der Freude, wie am Ende dieser Direct. Ihr macht euch keine Vorstellung, wie glücklich ich darüber bin. Denn jetzt beginnt eine Zeit, wieder mal, die sich vermutlich 2, wenn nicht 3 Jahre hinziehen wird. Nämlich die Zeit der Spekulationen, der Theorien, der was bedeutet dies und was könnte das bedeuten Videos und der Ideenspinnerei, was ist das für ein Symbol, worauf deutet das hin, was könnte die Story beinhalten, was ist das für ein Ort, spielt das danach, spielt es davor, ist das Ganondorf? Ich liebe das. Ich liebe das. Ich fand das bei Breath of the Wild so
cool, diesen Hype auf dieses Spiel zu haben, mit diesen ganzen Theorien. Und zugegeben, Breath of the Wild hat mich im Bereich Story ja etwas enttäuscht. Ich liebe das Spiel über alles. Es ist eines meiner Lieblingsspiele ever. Aber es ist in keinster Weise ein perfektes Spiel. Die Dungeons können ruhig verbessert werden und die Story. Und ganz ehrlich, ich glaube, dieses, nennen wir es einfach mal BOTW 2, hat da unfassbares Potenzial. Also jetzt mal, das Grundgerüst, das steht ja. Sie haben die Engine, sie haben, naja, vielleicht, man weiß es nicht genau, die Spielwelt, also zumindest die Engine. Das, was am meisten Zeit frisst, die Physik, die Chemie, die Grafik, die Modelle und so weiter, haben sie schon. Ich möchte kurz daran erinnern, dass sie Majora's Mask damals, ich glaube, in 10 Monaten entwickelt haben. War ja auch sozusagen Ocarina of Time 2, so von den Assets her. Das heißt, wenn sie das jetzt schon haben, also den größten Teil, der wahrscheinlich in die Entwicklung von Breath of the Wild damals eingeflossen ist, dann haben sie jetzt ja viel mehr Zeit, um sich auf Story und Dungeons zum Beispiel zu konzentrieren. Also ich mag die Titan total gerne, aber die früheren Zelda-Games hatten halt einfach mehr Abwechslung bei den Dungeons irgendwie. Die sahen halt nicht so gleich aus und so. Auch wenn es natürlich vom Story-Aspekt in Breath of the Wild Sinn macht, aber ihr versteht, glaube ich, wie ich es meine. Und wenn ich mir jetzt überlege, sie investieren richtig Zeit und Mühe in die Story, wonach es ehrlich in diesem Trailer schon aussieht, aber ich lasse mich da nicht so blenden. Der Breath of the Wild Story Trailer von Anfang 2017 hat ja auch mehr vermuten lassen. Ich liebe den immer noch. Aber da habe ich auch gedacht, es gibt mehr Storylast in BOTW, als es am Ende, ich drück den Knopf, du Pedobär, als es am Ende tatsächlich gab. Aber bei diesem Spiel, ich glaube schon, dass das so mit der Fokus sein könnte, weil es wirkt auch sehr düster. Und als ein Fan von Twilight Princess und Majora's Mask, muss ich ehrlich sagen, gefällt mir das ultra gut bisher. Und ich habe auch schon so meine Theorien. Ich weihe euch jetzt da mal so ein bisschen ein. Wir quatschen jetzt noch kurz noch ein Rennen über meine Breath of the Wild Theorien. Breath of the Wild 2 Theorien, meine ich. Folgende Theorien habe ich aufgestellt. Jetzt in keiner bestimmten Ordnung. Manche sind mehr oder weniger realistisch glaubwürdig. Meine Vermutung Nummer 1. Das ist etwas, was ich jetzt nicht mehr selber ausgedacht habe. Der komische, untote Zombie-Typ in dem Trailer ist Ganondorf. Ich vermute, diese Szenen spielen sich unter Schloss Hyrule ab. Weil am Ende erhebt sich das Schloss auch so komisch nach oben und man sieht am Anfang des Trailers von der Decke diese komische Scheiße runterbaumeln, in der auch Ganon die Verheerung Ganon, ich sag mal, drin lebt in Breath of the Wild im Thronsaal. Dieses komische, diese Blase, sag ich mal, dieses komische, ihr wisst, was ich meine, wenn ihr das Spiel gespielt habt, ne? Das ist da. Und vor allem hat dieser Ganondorf, oder diese Mumie, lange rote Haare. Dann so ein Diadem an der Stirn mit so einem Stein, genau wie Ganondorf. Und er hat irgendwelche, es sind keine Ohrringe, aber irgendwas baumelt an ihm herum, wo man eindeutig das Gerudo-Zeichen erkennen kann. Und, wie jeder weiß, hoffentlich, Ganon, bzw. Ganondorf, ist ja ein Gerudo. Das confirmt eigentlich für mich, dass dieser Dude Ganondorf ist. Weil den haben wir in Breath of the Wild nicht gesehen, jetzt wissen wir auch warum. Er lag vergammelt unterm Schloss und irgendwie scheint es ja so im Trailer zu sein, als ob irgendwer versucht, ihn wieder zu beleben. Was eine interessante Idee ist. Bin ich mal sehr gespannt, wie sie das irgendwie logisch umsetzen. Bin mal sehr gespannt. Theorie 2. Das Spiel wird auf jeden Fall nach Breath of the Wild spielen. Ich finde es ein bisschen eigenartig, dass im Trailer man keine Türme und keine Schreine sieht. Also vermutlich müssen die ja dann wieder in den Boden zurückgegangen sein. Also ist natürlich die Theorie, wie viel später spielt das. Ich würde schätzen, keine Ahnung, so 2 bis 3 Jahre würde ich schätzen. Zelda hat ja auch jetzt eine neue Frisur, die sieht übrigens ziemlich gut aus. Aber Link hat sich nicht so sehr verändert, seine Haare sind etwas länger, glaube ich. Schade, ich dachte, ich treffe den so. Aber ja. Und die dritte und wahrscheinlich die unwahrscheinlichste, aber die Theorie, die ich eigentlich mit am geilsten finde, wenn sie tatsächlich ehrlich ist, wirklich ist. Ich glaube, dass wir in diesem Spiel Zelda spielen können. Also jetzt den Charakter.
ob man sie. Also es wirkt im Trailer so für mich, als ob Link und Zelda getrennt werden. Ich gehe davon aus, der Trailer zeigt eine Szene vom Anfang des Spiels. Weil an der einen Stelle, da rutscht irgendwie der Boden auseinander und irgendwie fällt Zelda runter. Entweder wird jetzt Zelda in eine andere Welt befördert, so ähnlich wie in Majora's Mask, was mit Link passiert ist. Ja. Und man spielt als Zelda. Oder man spielt als Link, der dann so ganz klassisch Zelda retten muss und dann aber in der Breath of the Wild Welt, was ich jetzt nicht schlimm finde, aber eine neue Welt wäre halt irgendwie cooler. Oder man spielt auch einfach beide. Das meinte der Marvin noch auf Twitter zu mir. Er könnte sich eher vorstellen, dass man beide spielen kann. Also dass man vielleicht so zwischendurch so zwei Storys hat und der Blitz hilft mir einfach. Krass. Dass man sozusagen zwei Storys hat und man immer zwischendurch abwechselt. Wie dem auch sei, ich bin unglaublich gehypt. Ich rechne mit einem Release nicht vor Ende 2021. Also ich schätze mal so in 2 Jahren hören wir wieder was davon. Bis dahin bin ich sehr gehypt. Das soll es aber soweit auch gewesen sein. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was so eure Meinung zu E3 ist. Ich fand sie insgesamt hervorragend. Ich habe jetzt nur über zwei Dinge wirklich geredet, aber das sind so meine Highlights. Und Animal Crossing ist auch cool. Da freuen sich, glaube ich, viele. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich danke euch fürs Zugucken. Bis dahin, macht's gut und euch noch einen schönen Tag.